Hallo und willkommen zu den Kurznachrichten. Der Schweriner Nahverkehr hat sich für einen neuen Geschäftsführer entschieden. Thomas Schlüter soll zum 1. August das Amt antreten. Die Gesellschafter werden ihn in den nächsten Tagen formal bestellen. Schlüter bringt als studierter Betriebswirt über 30 Jahre Erfahrung in der Verkehrsbranche mit. Voraussichtlich wird Schlüter die Geschäftsführung für 5 Jahre übernehmen. Am 31. Januar erinnert ein historischer Vortrag im Kulturforum Schwerins an die Geschehnisse der jüdischen Gemeinde in der Stadt. Anlass ist der Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus. Dr. Bernd Kasten, Leiter des Stadtarchivs, schildert die Ausgrenzung und Verfolgung der Juden in Schwerin zwischen 1933 und 1945. Der Eintritt ist kostenfrei. Zum 1. Januar 2024 hat die Landeshauptstadt die neue Fachstelle Chancengleichheit gebildet. Im Sozialdezernat sollen Themen wie Integration, Gleichstellung von Familien, Diskriminierung, Barrierefreiheit im öffentlichen Leben, Demokratieförderung und Kriminalitätsvorbeugung gemeinschaftlich bearbeitet werden. Mit der neuen Organisationsstruktur können übergreifende Fragestellungen noch besser bearbeitet werden. Die Mecklenburgische Staatskapelle Schwerin lädt zum dritten Kammerkonzert am 28. Januar im Konzertfoyer des Mecklenburgischen Staatstheaters ein. Ab 11 Uhr sind Werke von Robert Schumann, Ludwig van Beethoven und Johannes Brahms zu hören. Neben Klavier und Schumanns Violinsonate wird sich das Horn wie ein roter Faden durch das Konzert ziehen. Karten sind im Vorverkauf ab 21 € zu erwerben. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.